Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Klerik und ihr seid hier auf meinem Krypto-Kanal. In diesem kurzen Video wollen wir einfach mal auf die Vaults eingehen, auf meine Vaults und auf die Strategie, die ich zurzeit fahre. Und wir wollen die Frage klären, ist es besser, so wie ich das vorher hatte, 30 Vaults zu haben oder ist es besser, diese Vaults in einem Vault zusammenzufassen? Was sind die Vor- und Nachteile? Und da werden wir auf jeden Fall ein bisschen drauf eingehen. Wer mein Live-Video gesehen hat vor ein paar Tagen, der wird meine Adresse kennen und wird auch meine Vaults kennen. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. In dieser ganzen Abwärtsbewegung, die wir hier hatten, habe ich keinen einzigen Vault aufgelöst, weil ich diese ganze Sache aussitzen wollte. Meine Vaults laufen ja ganz gut und ich dachte mir, selbst wenn der hier runterkommen sollte in die Box von 3,12 Dollar, werde ich nicht liquidiert und deswegen ist das egal. Man braucht diese Vaults nicht auflösen, die können ja weiter für einen arbeiten. Das war also meine Strategie. Ich habe nichts anderes gemacht, als die Vaults einfach mal zusammenzufassen. Ich bin also hier rein und habe alle meine Vaults, die ihr hier sehen könnt, habe ich dann also rausgenommen und habe sie in einen einzigen Vault reingesteckt. Das heißt, dieser Vault hat jetzt eine durchschnittliche Absicherungsquote. Sonst hatte ich einen Vault, der vielleicht 80% hatte, der andere hatte 56% und so weiter. Und dadurch, dass ich jetzt alle in einen reingesteckt habe, ihr seht hier auch an den Lohntoken, die ich genommen habe, ich habe hier 8 verschiedene Sachen quasi gemintet, um alle meine Vaults in diesen Vault reinzupacken. So, und jetzt habe ich halt also einen Vault und was ist der Vorteil und was ist der Nachteil? Ja, zum einen kann ich besser reagieren, wenn einfach jetzt hier der Preis nach unten gehen sollte. Also zum Beispiel, das wäre jetzt ein Dead Cat Bounce, wie ich mal im letzten Video gesagt habe, und wir gehen dann hier wieder runter. Dann könnte ich also auf dem Weg nach unten einfach mal irgendeine Aktie nehmen quasi und die wieder zurückkaufen, um einfach meinen Besicherungswert zu steigen. Klar, nehme ich dann in dem Fall auch Kollateral raus. Aber dadurch, dass ich stark im Gewinn bin, weil ich ja diese Walls aufgebaut habe, als wir hier ganz tief unten waren, kann ich also jetzt quasi mit den teuren DFI die Aktien billig nachkaufen und kann sie halt ablösen, um dann halt mein Kollateral wieder ein bisschen aufzustocken. Diese Möglichkeit besteht halt und wenn ich dann halt so immer in einer guten Absicherungsquote bin, habe ich auch keine Angst, dass ich den Rest meines Geldes verliere. Das ist das eine, was man machen kann. Das andere, was man machen kann, ist natürlich, sich ein bisschen Gedanken zu machen über die Aktien. Wir können hier auf dem Krypto-Sprungbrett sehen. Wenn wir zum Beispiel nur Tesla jetzt angucken, dann können wir sehen, dass Tesla hier ganz, ganz weit oben ist, was gerade den Faktor teuer angeht, weil einfach viele, viele Leute, weil Tesla jetzt gerade nach oben geht, viele, viele Leute denken, oh, ich muss Tesla wieder zurückkaufen und meinen Loan ein bisschen senken, damit die Tesla-Aktie mir nicht meinen Schnitt kaputt macht. Und das ist natürlich automatisch das Problem, wenn alle Leute anfangen, Tesla-Aktien aus diesem Pool rauszunehmen, dass die Tesla-Aktie im oberen Drittel mitspielt beim Teuersein. Auf der anderen Seite können wir natürlich dann sehen, dass zum Beispiel der S&P 500 oder der Nasdaq zurzeit keine große Aufwärtsphase haben, weil sie halt ganz, ganz tief sind, ne? Also sobald dann der Nasdaq und der S&P 500 jetzt anfangen, wieder richtig voll hochzugehen und wieder höhere Kurse zu machen, dann könnt ihr sicher sein, dass diese 133% nichts waren. Das heißt, wenn ihr zurzeit Liquidity Mining machen wollt, wäre, ich glaube, interessanter, nicht in Tesla zu gehen, sondern es wäre interessanter, in diese Assets zu gehen, die halt gerade noch unten stehen, weil sie dann noch das Potenzial haben zu wachsen. Gerade weil ihr sie jetzt zum Beispiel hier beim, sagen wir jetzt, Nasdaq 7% oder 8% billiger einkauft als den Tesla. Und wenn das Ding dann hochgeht, habt ihr trotzdem quasi einen kleinen Gewinn noch mitgenommen, zusätzlich zu den Liquidity Mining Rewards. Und beim Tesla ist das so, dass er halt schon sehr, sehr hoch gehandelt wird. Das heißt, selbst wenn er hochgeht, habt ihr von vornherein erstmal 7% Verlust gemacht beim Kauf. Und wenn dann die Tesla-Aktie wieder anfängt zu fallen und dieser Wert hier wieder auf seine normalen, sage ich mal, 132-133% hier runterfällt, dann würde dann in diesem Fall, ja, würdet ihr dann diesen Verlust realisieren, falls ihr dann aus dem Liquidity Mining wieder rausgeht. Also man kann anhand der Liste sehen, auf jeden Fall, ob ein Coin gerade oder eine Aktie gerade am Steigen oder am Fallen ist, weil die Leute natürlich darauf reagieren und ihre Pools dementsprechend umschichten. Kommen wir deshalb zum größten Vorteil, den man hat, wenn man einzelne Vaults macht und nicht alles in einem. Ich habe ja vorher so gemacht, falls ihr mein Live-Video gesehen habt, dass ich für jede Aktie, die ich gemintet habe, einen eigenen Vault erstellt habe. Das heißt, ich habe hier Tesla gehabt, ich habe hier Google gehabt und so weiter, S&P 500, Nasdaq und dadurch konnte ich an der Absicherungsquote, dadurch, dass ich sie ja ungefähr immer so bei 160
Prozent gehalten habe, konnte ich also sehen, ob eine Aktie anfängt, auf einmal überdurchschnittlich zu performen. Das haben wir zum Beispiel gestern bei der Tesla-Aktie gesehen. Wir haben gesehen, dass der DFI runterging und gestern hatte ich ja noch meine ganzen Vaults einzeln. Und dann konnte man ganz genau sehen, dass mein Besicherungswert von 160% innerhalb von nur ein paar Stunden auf 155% gefallen ist. Warum? Zum einen haben wir den DFI gehabt, der runtergefallen ist. Der hat aber diesen paar Stunden nicht so viel gemacht. Und zwar, über welchen Zeitraum rede ich? Ich rede ungefähr über den Zeitraum von hier, von 7 Uhr morgens am 14. bis abends ungefähr, ja, 22 Uhr. Das heißt, in dieser Zeit ist der DFI nur um knapp 3% gefallen. Aber in dieser Zeit ist auch die Tesla-Aktie einfach gestiegen. So, und dann schauen wir uns das mal an hier im Tesla und dann können wir sehen, dass wir halt gestern hier von morgens ungefähr um 9 Uhr, wo ich hier, wo der Bereich war, den ich mir angesehen hatte, also von 9 Uhr ist die Tesla-Aktie bis abends ungefähr 20 Uhr hier halt hochgegangen und zwar richtig ordentlich hochgegangen. Wir sind hier von 744 Euro, ach, jetzt habe ich den Euro-Wert, ist vollkommen egal. Also wir sind hier von 744 Euro hochgegangen auf 700, also fast 800 Euro. Das heißt also, diese paar Prozent spielten natürlich mit rein. Und dann hat man nämlich dann in einem Vault hier auf einmal diese 5-6% Verlust, obwohl die eine Aktie nur 2-3% hochgegangen ist und der DFI nur 2-3% gefallen ist. Und da sich das dann trifft, sieht man dann ganz genau, welche Aktie gerade am Steigen ist. Das heißt, bei diesen kleinen Vaults, wenn man viele einzelne Vaults hat, kann man viel besser sehen, welche Aktie performt gerade gut oder welche nicht. Und wenn wir dann sehen, keine Ahnung, unter diese 160 auf 158 auf einmal gefallen Tesla und es zeigt ja schon an, in der nächsten Stunde wird es weiter fallen, dann kann man natürlich lieber schnell in diesen Kurs reingucken, kann man sich kurz eine Prognose ziehen, an welchem Punkt sind wir angelangt, könnte hier vielleicht eine Trendwende sein, sollte ich aus dieser Aktie vielleicht rausgehen. Das wollte ich euch jetzt nochmal mit auf den Weg gehen. Das heißt, es hat auch Vorteile, einzelne Vaults zu haben, aber es hat auch einen Vorteil, einen großen Vault zu haben. Ihr müsst für euch einfach finden, was besser ist oder was schlechter ist. Und ich bin jetzt lange Zeit mit diesen einzelnen Vaults gut gefahren. Ich habe dann auch einzelne Vaults abgelöst bei bestimmten Punkten hier. Bei 3,75 habe ich ein paar aufgelöst. Hier vorne bei 3,61 hatte ich ein paar aufgelöst. Jetzt hier auf dem Weg runter habe ich keine mehr aufgelöst. Aber auf jeden Fall könnt ihr dann einzelne Vaults quasi auflösen, Teilgewinne mitnehmen oder es eben lassen. Das müsst ihr natürlich für euch entscheiden. Und ich habe jetzt mich hier dafür entschieden gehabt, weil ich immer noch sehr, sehr bullisch bin, was den DFI angeht, dass ich selbst, wenn er runterkommt, hier auf diese 3,11 $ diese ganze Sache aussitzen werde und werde dann bei 3,11 $ neu für mich entscheiden, was ich tun möchte. Bis dahin bleibt der Vault erstmal ein großer Vault und ich werde halt mit diesem Vault reagieren, meine Absicherung so weit halten, dass ich gut schlafen kann und dann schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Jetzt gerade ist es ja so, dass der Bitcoin hier nochmal einen schönen Schub gemacht hat, schwächelt jetzt aber, man sieht hier ganz, ganz viele Kerzen nach oben, die aber direkt wieder abverkauft werden. Also das ist jetzt erstmal ein Resistenzbereich, den er nach oben verlassen muss, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die 46.000 und was dort passieren wird. Mal gucken, wohin die Reise noch geht. Weiterhin wird immer schön geburnt. Also wir können sehen, dass von gestern auf heute wieder 1 Million neue geburnte Coins dazugekommen sind. Also das Burnen geht fleißig weiter. Der DFI-Coin kann steigen. Also ich bin immer noch sehr, sehr bullish, was das angeht. Und das wisst ihr aber auch. Alles klar. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Schön, dass ihr das Video geguckt habt. Gebt dem Video gerne ein Like. Da freue ich mich drüber. Abonniert den Kanal, falls ihr neu seid und bis hierher geguckt habt. Dann schien es ja anscheinend interessant zu sein. Auf diesem Kanal gibt es fast jeden Tag eine DFI und die BTC-Chart-Analyse. Dazu kommen ab und zu ein paar essentielle Videos dazu, die euch vielleicht bei eurer Entscheidungsfindung so ein bisschen helfen. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.